Evil Genius 2, World Domination, wir machen weiter. Release-Stream, 30. März nachher auf YouTube und wir spielen die erste Kampagne von vieren, die es gibt im Spiel, die mit Maximilian auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Und mittlerweile haben wir schon zwei Weltregierungen versucht zu bestechen. Eine Bestechung war erfolgreich, die dritte läuft schon oder nicht, ich weiß gar nicht genau. Wir müssen nur Berater entführen und verhören und andere Dinge machen. Dafür ist das schon mal sehr cool mit der Gehirnwäsche. Aus Feind mal Freund, nachdem lässige Gedanken herausgespült wurden. Nächste Forschung. Können wir schon bei globalen Aktivitäten ans Weitergehen? Nein, da müssen wir noch eine weitere Sache abschließen. Das hatten wir hier gemacht. Obergrenze erhöhen, weil wir mit, ja, das können wir machen. Wir haben zwar schon einige da, aber das kann nicht schaden. Und dann sind die Reihen schneller gefüllt. Und es wird schneller gebaut und so weiter und so fort. Research has begun. Und sonst, wie sieht's aus? Energie genug da. Schaden genug da. Sendeleistung bei 4. Gleich noch ein bisschen mehr. Hier bauen wir gerade aus. Plan abgeschlossen. Zwei Regierungen bestochen. Eine fehlt noch. Wir wollten... Hier läuft im Augenblick gar nichts, genau. Hier könnten wir also eine Bestechungsaktion, hier hatten wir schon bestochen, ne? Parteispenden war das letzte. Hier sind wir im Augenblick geblockt. Das erwarten wir noch, dass die 73 voll werden. Könnte man ein Upgrade durchführen auf eine Stufe höher. Hier laufen wir bei 88. Russland gibt es mittlerweile. Bestechung noch nicht möglich. Lass uns doch mal hier den Ausbau machen in Russland. Einmal verbessern. Wir sind bei Stufe 2, ne? Auf 3 geht noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir zu sehr in die Breite gehen sollen, weil dann kann es auch sein, wir haben ja nur begrenzt Platz zur Verfügung für immer mehr Sendeleistung. Und irgendwann können wir dann, wir müssen ja auch, wenn wir Länder hochskillen, in die Vertikale zu besseren Qualitäten von Plänen, dann kostet das ja immer doch ziemlich viel Sendeleistung. Wenn wir zu viel hier besetzen, ob ich nur eine Etage zur Verfügung, dann kann es irgendwann Ärger geben. Dann entklemmt es irgendwann und geht nicht weiter, weil wir nicht genug Sendeleistung haben. Ich glaube, wir bleiben hier mal bei einer Geschichte. Und tun uns einfach so Geld dazu immer. Einmal Geld hier. Wir hier auch machen. Und 3 Minuten bringt 10.000. Hier sind überall Pläne. Klasse. So, wieder retour. Viel mehr können wir mal im Augenblick gar nicht machen. Belohnungen einsacken. Geld ohne Ende. Da füllt sich mächtig unser Tresor, Leute. Achtung, Kapazität liegt bei 122.000. Sehr schön.
Wenn wir einen Techniker hinrichten, egal welchen, bekommen wir 5000 Gold. Ich bin käuflich. Sollen wir einen x-beliebigen Techniker mal hinrichten und 5000 Gold dafür kassieren? Ja, ne? Komm, das machen wir. Wir suchen uns mal einen Techniker. Wie sehen die nochmal aus? New optional objective available. Das ist ein Diener. Das ist ein normaler Scherge. Das ist ein Techniker. Soll er unser Opfer sein? Ich glaube ja. Einmal hinrennen. Kann Iris das eigentlich auch machen? Sie kann als Kamera dienen, sie kann Energie umleiten, heilt dann ganz schnell Schaden und kann kurzzeitig wie eine Kamera dienen. Interessant. Yes, very well. Da ist er. I need to be here. Wir richten am besten einen in der Kantine hin, dann halten, gucken hier, hier hin. Very well. Da gucken viele hin. Wie geht das nochmal? Etwa, ich glaube, einfach nur per Rechtsklick und dann exekutieren, About ne? Time. Keiner guckt sich um. Optional objective complete. Keiner hält einen Schuck nach rechts oder nach links. Alle tun so, als hätten sie es nicht gesehen. Ich glaube, das ist einschüchternd genug. Falls ihr im Chat so frech seid, Leute. Ich möchte keinen drohen. Müssen. Ich mache das ja auch freiwillig. Immer schön brav sein. Eingesaugt und gleich wird er verbrannt. Ja, das lief doch schon mal ganz gut. Stellen Sie mal auf die zentrale Kreuzung hin. Belohnung. Nebenhandlung, Hauptmission. Zwei sind bestochen, einer fehlt noch. Tresor ist fast randvoll. Nähert sich dem Maximum. Wir sollten dringend nochmal Geld für irgendwas ausgeben. Wir gehen nochmal zur Welt. Kachtore können Geld zum Beispiel ausgeben, um Argwohn zu verringern. Hier ist im Augenblick keine Mission, ne? Argwohn bei 21. 30 drauf, 3 Wächter, 10 Berichte und 30.000 Geld. 120.000 Geld, eine Stunde 3. Das bringt in 3 Minuten mehr. Ja, wohin mit dem Geld? Das macht ja keinen Sinn. Ist irgendwo der Argwohn voll? Hier so ein bisschen. Einmal Geld ausgeben für Argwohn. Reduzierung. Hier. Das kann man machen. Viel Geld ausgegeben für Argwohn schnell runter. Hier sind wir im Lockdown. Ah, und wenn er vorbei ist, dann können wir hier vorne Parteispenden einsetzen. Sehr schön. Batman, danke dir fürs Abo. Immer weiter, so wird gemacht. 9. Mal schon, danke an Batman. Der Tresor ist schon so riesengroß schon. Noch größer will ich den nicht machen, Okumichi. Wie lange dauert es hier noch? In 3 Minuten können wir die Mission durchführen. Ja, warten wir, dass die Schargen kommen. Hier sind wir gleich fertig. Noch wie viele Minuten? 1,45 und dann können wir hier die dritte Regierung bestechen und kommen weiter. Wie entführen wir denn politische Berater?
Wie sieht es denn aus in der Forschung? Vielleicht müssen wir auch eine Stufe höher gehen, ins noch ein besseres Kontrollzentrum noch, damit das möglich ist. Da läuft die Forschung, globale Aktivitäten. Das ist Kontrollzentrum, kriminelles Netzwerk 2, das wäre das Dreier. Da musst du aber erst mit einer Kampagne weiter vorankommen, damit das geht. Dass uns keiner überfällt, ne? Hätte ich nicht gedacht. Da ist er. Da ist ja ein Schurke, der ist eingedrungen und keiner hat's gemerkt. Da ist ja noch einer. Das sind ja doch Schurken. Ich habe gerade gesagt, Leute, da passiert ja nichts. Nehmen wir, der soll eingefangen werden. Und da ist noch einer, er wird bitte auch eingefangen. Vielleicht sind die reingekommen, als ich auf der Weltkarte war. Einfangen bitte. Es gibt Berichte. Sind das die einzigen? Guck mal nach roten Punkten hier. Ich sehe keinen, ich glaube, das sind die beiden einzigen. Und das hatte auch, jetzt sehen wir auch, warum die reingekommen sind, weil an der Überwachungsstation nicht bewacht war. Und deshalb. Wer arbeitet denn hier? Die Normalen. Anscheinend hatten wir zu wenig Schergen. Your minions are in combat. You can come with us quietly or you can come with us silent. Isolating unwanted files. Ach komm, unser Boss hat den umgenietet. Es gibt einen Befehl, nur verhaften. Dann steht er in der Nähe, greift den Kampf ein und nietet ihn einfach um. Es kann man nur einen gefangen genommen, weil mit unserem Maximilian der innere Gaul durchgegangen ist, der den einfach umgenietet. Die politischen Berater sind noch nicht da. Das geht anscheinend noch nicht. Maso Kalava. Aber wir sollten jetzt eine neue, ja, die dritte Aktion hier durchführen können. Nochmal eine Regierung. Ah ne, noch nicht. 99%, ich warte, bis die bei 100 sind. Dann geht der Argwohn runter. Wobei, der ist schon fast ganz runter. Der ist schon, jetzt aber null. Jetzt ist die Mission weg. Jetzt können wir hier vorne hinklicken. Jetzt können wir das hier machen. Und die hier bestechen. Haben wir genug. Ich sammle im Augenblick mal nichts ein. Ich will lieber genug Schergen haben. Ach komm, wir machen es. Wir holen uns das Geld über Zeit hier. Na, abwarten. Die dritte Mission erstmal zu Ende machen, dann gucken, wo die neuen Missionen auftauchen, damit die nicht geblockt sind, oder? Weil die Arbeiter sind sonst futsch. Auch wenn man kann die Mission abbrechen, dann geht das, ist ein Teil des Geldes überwiesen worden, ein Teil nicht. Das ist nicht so schlimm, aber die 6 Arbeiter, die hätte man für nichts und wieder nichts gegeben. Wobei, die werden ja auch auf schnell wieder rekrutiert, ne? Die Tastatur kannst du hören, Mögraf, nicht wegen des Mikros, sondern weil ich das so ausgerichtet habe, dass man die Tastatur auch hört. Ich arbeite mit Absicht nicht mit dem Mikro direkt am Mund. So, hier läuft die Aktion. A scheme has succeeded. Hier läuft sie. Warte auf ein Treffen der Schergen. Sie kommen gleich hier rüber geflogen. Das ist der letzte noch ausstehende Transport.
of research has been unlocked. So, jetzt ist die Unterschlupfkapazität erhöht. Automatisch. Schergen stapeln ihre Besitztümer jetzt in ordentlichen Reihen unter dem Hubschrauberlandeplatz, dadurch mehr Platz. Und können wir mittlerweile hier eins weitergehen? Ja! Fahr in Kürze. Ich würde gerne noch abwarten mit der nächsten Forschung. Wie lange dauert es denn hier noch, bis hier die Schergen ankommen? Ein Diener. Da geht's hin. Sehen wir ihn schon rübereilend in Diener? Noch nicht. Scharge Manager. Diener 6, wir gehen mal hoch auf 8. Dann bei der Wissenschaft sind wir bei 8 Technikern, bei 10 Wissenschaftlern. 2 Techniker mehr, Kampf reicht aus. Dann müsste mittlerweile jemand im Gefängnis sein. Nämlich hier vorne. Sagen wir mal, bitte verhören. Weiß nicht, einfach Rechtsklick hier drauf. An Agent has escaped captivity. Nein, ist er entfernt? Ist er abgehauen? Muss ihn noch mal einfangen. Quick, ignore that intruder, if you ever find. Schnappt ihn euch! Dass da niemand, dass das keinem auffällt. Alarm. Soll er abhauen. Red Alert. Es ist hier durch Alarm die Falle angesprungen. Der kann entkommen. Das ist schade. Jemand ist uns entkommen, Leute. Er versucht hier abzuhauen. Ja. High Alert. Cancelled. Hoffentlich hat es keine schlimmen Folgen. Die kommen zu spät. Das ist schade. So, jetzt die nächsten Missionen. Entführe politischen Berater aus der Tarnfirma und danach verhören. Einmal rein und hier hin. Tresorkapazität voll. Jetzt gucken wir mal, ob wir die neuen Aufträge hier irgendwo haben. Kann sein, dass dafür dass wir erstmal auf Stufe 3 gehen müssen bei einem unserer Zentren. Das leuchtet hier nirgendwo auf. Ich glaube, wir müssen erst auf Nummer 3 hoch. Einmal rein in die Forschung. Das geht noch nicht. Wir müssen in der Kampagne weiterkommen. Vorher geht das nicht. Da schaltet man die kriminellen Netzwerke auf die Stufe 3. Tja, dann ist die Frage, wo ist dieser Auftrag? Den Stuhl für die Hirnwäsche kann man noch bauen, Stepper, ja. Also ich sehe eben auch mit keinen dieser Aufträge. Wenn ihr einen seht, schreit! Oder das eine ist, nee, das ist nur ein Geldauftrag. Das ist auch weit ausgebaut hier. Einfach
nur Geld sammeln. Tresor ist voll. Also ich kann noch keinen von diesen neuen Aufträgen sehen. Hier unten. Das scheint einer von denen zu sein. Nee, das ist einfach nur reingehen hier. Und da auch ein Netzwerk hinstellen. Das sind alles andere Geschichten. Was ist das hier? 5 Wissenschaftler als Belohnung für 30.000 Gold. Warte mal, das kommt. Dann gehen wir das Geld aus, weil es im Augenblick viel zu oft da ist bei uns im Tresor und bekommen kurzfristig mehr Wissenschaftler. Da bekämen wir 3 Diener. Ne, die müssten wir abgeben und dann gäbe es mehr Touristen, die zu uns hinkämen. Also ich sehe diese neuen Missionen nicht. Könnt ihr eine sehen? Hat einer von euch eine gesehen von denen? Aus der Tarnfirma, entführe politische Berater aus deiner Tarnfirma. Ah, ich hatte auf einen Fehler in der deutschen Übersetzung getippt. Ich hatte gedacht, in die Tarnfirma. Das heißt, in der Tarnfirma müssten politische Berater sein und hier rumlaufen. Ah, alles klar. Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Einfangen. Dann bauen wir mal vorher den Gehörmerstuhl, können wir auch danach machen. Einmal einen einfangen, bitte. Aber vor Publikum? Macht das der Diener? Der Diener stellt sich nur daneben hin. Der Diener hat das gemacht? Die Diener machen das. Das ist ja krass. Und die anderen Touristen schimpfen gar nicht. Ich wollte nur einen Gehirnwäschestuhl bauen. Es sei denn, das ist nur eine Aktion, die hier geht. Doch hier, muss man extra bauen. Wie groß ist der? Ein bisschen. Da brauchen wir ein bisschen Platz für. Hier kann man den hinsetzen. Geht das? Ja, wer sagt's denn? Alles gut. Ein Gehirnwäschestuhl hierhin. Nummer 1 entführt. Nummer 2, bitte. Gesundheit, Entschlossenheit, Können. Hebt jetzt schon die Hände. Ohne dass überhaupt ein Diener in der Nähe ist. Allein meine pure Präsenz über den Bildschirm hinweg, dass ich den markiert habe, führt schon dazu, dass er seine Patschhändchen hochhebt. Sehr beeindruckend. Es wartet er brav darauf, dass er abgeführt wird. Der andere kommt gleich mit, oder? Der wartet ab, bis jemand kommt. Heb schon mal brav die Händchen. Wir haben noch kein Personal frei, um dich zu bedrohen, aber schön, dass du schon mal die Hände hochnimmst. Ich schicke gleich jemand vorbei. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Danke an Termi fürs Abo. Hallo Termi. 8. Mal schon. Was ich krass finde, ist hier, kaufe ein Land auf der Weltkarte. Das hatten wir schon gemacht. Hier, sie macht das. Die Handlangerin höchst selbst macht das. Der Roboter. Ja, der ist gerade entkommen. Steht da rum. Was ist denn jetzt los? We have captured an intruder. Geht jetzt rein. Also
markieren? Lässt sich anklicken? Noch nicht. Lass dich doch einmal anklicken, bitte. Lässt sich nicht anklicken. Lässt du dich anklicken? Auch nicht. Oh, guck mal. Wir haben dich doch schon... Ganz oft haben wir die Leute schon... Ach so, da unten stehen sie, Gefangene. Gefangene eskortieren. Hierhin. Nee, das reicht nicht. Gefangener eskortieren. Wähle ein Gerät mit rechts. So rum war das. Okay, einmal hier hin, bitte. Jetzt kommt die Gehirnwäsche. Okay, jetzt haben wir's. Nicht geklappt. Jetzt ist das, jetzt wartet er wieder, der ist entkommen und wartet wieder darauf ab, dass er entführt wird. Jetzt rennt sie hier rein, packt ihn da wieder hin. Nehmen wir mal den hier. Rasmus Roberts, Gefangenen eskortieren, wähle ein Gerät mit rechts. Jetzt hier hin. Das habe ich aber eben schon mal gemacht. Es sollte jemand kommen. Hallo. Bitte einmal abholen und rüberbringen, bitte. Ich schicke mal die... Kommt da jetzt jemand? Legt sich wieder hin, macht wieder ein Nickerchen. Muss man nochmal machen. War kein Wächter in der Nähe. Schick mal unsere Spezialistin selber hin. Sie hier. Schick mal Iris hier hin. Vielleicht kann sie das machen. So, jetzt nochmal ihn aktivieren. Gefangenen eskortieren. Geräte anklicken. Das habe ich gerade schon mal... Ach, das kann man nicht anklicken. Den kann man... Ach... Das ist kein Gerät zum Verhören. Die Gehirnwäsche ist für einen anderen Zweck. Man kann ihn nur hier hinschicken. Gehirnwäsche hat irgendwas anderen, hat einen anderen Zweck. Nur dieser Verhörstuhl dient dafür. Alles klar. Okay. Und das war's? Sehr schön. Jetzt gleich den nächsten. Wacht mal ab, nicht weglaufen. Hey, bleib mal hier. Handlangerin, zurück. Wir machen hier Massenabfertigung. Gleich der nächste noch. Iris. Iris, ich bitte dich. Das hat doch gerade geklappt, oder? Jetzt hat's geklappt. Iris eilt jetzt rüber. Ja, ich habe einfach links und rechts verklickt. Das kommt aber, ich glaube, das kommt auch daher, weil ich jetzt schon länger am Stück hier streame. 3 Stunden oder noch länger, ich weiß gar nicht genau. Und dann sieht es, glaube ich, so Flüchtigkeitsfehler gegen Ende hin. A trap has been triggered. So, das machen wir und jetzt machen wir gegen Ende noch ganz schnell irgendeine andere Aktion hier, damit wir die nicht verlau durchlaufen lassen hier und nichts geschieht. 15 mehr. Ach ja, Argon geht danach ja auch auf Zeit runter. Da muss man gar nicht unbedingt eine Aktion machen. Wir müssen gar nicht unbedingt Geld ausgeben für eine Ich mache Argwohn runter Mission. Es geht auch so. Argwohn 26, dann ist das halt mehr. Was soll's, komm. Einmal hier rein und Geld abschöpfen. 6 mit um 305.000.
A trap has been triggered. Ziehen wir überall die Leute ab. Da sind wir kurz vor Maximum. Da gehen zu viele Berichte bei drauf. Wie viel haben wir nur? Wir haben nur 27. Da bin ich gerade ein bisschen geizig. Das ist aber schon eher 3 Wächter weg, 30.000, 10 Berichte. 5 Berichte, 120.000 dauert eine Weile. Arbeiter 20.000, 30 Minuten, das ist wenig, aber geht. Und hier machen wir auch noch eine Geschichte. Spion in der Basis? Habt ihr was? Echt? Mayday, bist du sicher? Du hast einen Feind entdeckt, wo denn? Ihr sagt nicht, du meinst den dritten, den wir verhören müssen. Weil den habe ich im Hinterkopf. Falscher Spion in der Basis. Wo ist er denn? Wo siehst du jemand? Wo hast du denn jemand entdeckt? Ich kann im Augenblick keinen entdecken. Da oben, die beiden. Ach, die sind schon wieder weg. Die waren drin und schleichen sich wieder davon. Zu spät. Das waren wir, als wir auf der Weltkarte waren, ne? Letzte Aktion hier noch. 20.033. Das ist ein bisschen wenig, kann man aber machen. 15.006. Zurück. Die müssen jetzt alle neu ausgebildet werden. Wir schicken mal unseren Helden rüber. What is it now? Damit er hier dafür sorgt, dass die Trainingsgeschichten etwas schneller laufen eventuell. Es soll noch einen weiteren Berater verhören. An intruder has escaped captivity. Hoppla. Er wartet schon wieder darauf, dass er verhaftet wird. Unfassbar. We have captured an intruder. So, Linksklick hier rein, Gefangenen eskortieren und dahin bitte. Das kann sein, Rumom schreibt in Chat. Ich habe ja auch schon vor 10 Minuten geschrieben, dass deiner war. Das kann sein, aber... Das ist ja ein Echtzeitspiel. Ich kann beim Echtzeitspiel nicht so oft in den Chat reingucken, weil geht einfach nicht. Deshalb kann ich manchmal immer so Stichprobenblicke in den Chat rein. Ansonsten kämen wir überhaupt nicht voran bei einem Echtzeitspiel. Jetzt kommt das letzte Verhör. So wird das nichts mit der Weltherrschaft. Du musst auf deine Schergen hören. It seems that no amount of money will convince the people of the world to elect you, sir. Es hat den Anschein, Sir, als könne kein Geld der Welt die Bevölkerung dazu bringen, sie zu wählen. Lassen wir uns von... Was machen wir mit den Überbringern schlechter Botschaften? Ich habe da eine Idee. That confirms it. Politics is ridiculous. Politics is ridiculous. Politik ist lächerlich. It was beneath you, sir. You should stick to what you know. Unter Ihrer Würde, Sir. Politik, Sie sollten bei dem bleiben, mit dem Sie sich auskennen. What I know? Yes. Why be a politician? I'm a genius. Bei aller Bescheidenheit, ich bin ein Genie. Ich muss kein Politiker sein. Time to build something that kills people beautifully. Bauen wir etwas, das die undankbare Bevölkerung auf wundervolle Weise umbringt. Das sind die Ziele. Verhöre einen Wissenschaftler von der Weltkarte. Von 3 anderen Konkurrenten. Das neue goldene Zeitalter. Abschließen und den dunklen Materie-Kongress auf der Weltkarte. Dann besuchen.
das machen wir heute nicht mehr. Das machen wir dann bei der Fortsetzung von Evil Genius 2 World Domination beim nächsten Twitch-Stream. Auf YouTube geht's weiter, nächste Folge dann einfach Playlist gucken, reinklicken.